Gute Laune am 8. Spieltag der Deutschen Wasserballliga. In der Schöneberger Schwimmhalle Berlin trat die Mannschaft des SSV Esslingen gegen den Rekordmeister aus Spandau an. Auch wenn der Ausgang des heutigen Spiels niemanden überraschen sollte, war die Höhe des Endergebnisses doch eindeutiger als erwartet. Schon vor dem Spiel hatte Esslingens Trainer Bernd Berger klargemacht, dass das Ziel für heute nicht unbedingt ein Sieg sei. Vielmehr wollte man sich in der Hauptstadt gut verkaufen und bei dieser schweren Prüfung vor allem auf den Lerneffekt für die doch sehr junge Mannschaft setzen. Die Devise für heute war klar, mindestens ein Viertel gegen Spandau zu holen. Trotz ihrer Favoritenrolle unterschätzten die Wasserfreunde ihre Gäste aber nicht. Vorsicht war allemal geboten, denn genau wie die Berliner blieben die Esslinger in den letzten beiden Ligaspielen, nämlich ohne Niederlage. Das Rückspiel, wir wollen unsere Form finden, wir wollen eine gute Leistung zeigen, viele Tore schießen und attraktive Wasserball zeigen. Und genau das taten die Spandauer dann auch. In den folgenden 4x8 Minuten machte der amtierende deutsche Meister kurzen Prozess mit den Gästen vom Neckar. Schon 20 Sekunden nach Anpfiff nahm Mateoschuk das Heft in die Hand und erzielte den ersten Treffer der Partie. Und es sollte nicht sein letzter gewesen sein. Doch zunächst ließ er seinen Kollegen den Vortritt, die ihre Mannschaft innerhalb der ersten Minuten mit 4:0 in Führung brachten. Man merkte den Berlinern in diesem Spiel die aktuelle Doppelbelastung durch die Champions League kaum an. Zwar mussten die 04er auf Kapitän und ihren wichtigsten Spieler Marco Stamm verzichten, was das Mannschaftsgefüge jedoch nicht im geringsten störte. Hinten standfest und vorne durchsetzungsstark, die Berliner spielten mit einer gefühlten Leichtigkeit und nahmen den Baden-Württembergern jeglichen Spielfluss. Beinahe jeder Angriffsversuch der Esslinger wurde von der bärenstarken Defensive der Berliner im Keim erstickt. Zwar konnte Esslings Mann im Kasten Marco Watzlawick das ein oder andere Tor verhindern, gegen solche Würfe hier wie diesen von Mehdi Marzouki war allerdings auch er machtlos. Mit einem aus Gästesicht ernüchternden 0:10 ging es in die Halbzeitpause. Grund genug für Trainer Berger, seine Männer an das gesetzte Ziel zu erinnern, mindestens ein Viertel gegen die Hausherren zu gewinnen. Doch wieder ist es Mateoschuk, der den Gästen keine 30 Sekunden nach Wiederanpfiff einen Strich durch die Rechnung macht. Nun war keine Zeit zum Verschnaufen. Wer hier einmal die Augen schloss, lief Gefahr, den nächsten Treffer zu verpassen. Die 04er drehten nochmal richtig auf und erzielten innerhalb der nächsten 5 Minuten satte 5 Treffer. Die Esslinger fanden nun kaum noch Antworten auf das hier gezeigte Spandauer Powerplay. Zwar ergaben sich hin und wieder torgefährliche Situationen vor dem Berliner Kasten, doch die Gastgeber wussten selbst einen möglichen Ehrentreffer zu verhindern. Mit einem erdrückend eindeutigen 22:0 gewannen am Ende die Wasserfreunde aus Spandau und sind somit der bevorstehenden Titelverteidigung wieder einen Schritt näher. Ja, also an ein, zwei Stellen haben wir ein bisschen vielleicht wieder mal schleifen lassen, aber wir haben im Großen und Ganzen genau das gespielt, was wir wollten. Das Ergebnis 22:0 ist mal zufriedenstellend, muss ich sagen. Wir haben viel ausprobiert, wir haben probiert aggressiv zu sein und ja, so wie der Coach es wollte halt. Auf der anderen Seite des Beckens wurde das von Bernd Berger gestellte Ziel allerdings nicht erreicht. Ja, wir wollten eigentlich heute auf jeden Fall ein Viertel gewinnen, weil wir hatten das erste Spiel gegen Spandau in dieser Saison, waren wir zweimal knapp dran, ja, und da war das einfach das Ziel für heute, die Sache mal klar zu machen. Ist uns aber nicht gelungen, weil wir von der ersten Minute überhaupt nicht zu unserem Spiel gefunden haben und von der ersten Minute auch vor allem in der Verteidigung gravierende Fehler gemacht haben. In genau einer Woche haben dann die Berliner die Chance, den 7:12 Rückstand aus dem Hinspiel gegen den ungarischen Zsolnok Vasilapta Sportclub wettzumachen. Ja, also wir gehen mal davon aus, das wird hier ein heißer Kampf. Die sollen erstmal herkommen und gucken, dass sie die Punkte überhaupt mitnehmen, aber das wird hier auf jeden Fall nicht so einfach. Die Motivation stimmt also auf jeden Fall schon einmal und macht Lust auf die kommende Champions League-Begegnung.